Wir haben heute einen super leckeren Rainbow Cocktail für euch, den wir vor kurzem auf Pinterest entdeckt haben. Er lässt sich wirklich ganz einfach mixen und ihr könnt ihn mit oder ohne Alkohol zubereiten. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Wir brauchen Orangensaft, Mineralwasser mit ganz viel Kohlensäure oder Sekt, Granatapfelsirup bzw. Grenadin und etwas blaue Lebensmittelfarbe oder Blue Curaçao. Als erstes wird das Mineralwasser mit der Lebensmittelfarbe blau eingefärbt. Wenn ihr Sekt verwendet, könnt ihr ihn auch mit Blue Curaçao einfärben. Wichtig ist nur, dass ihr das Mineralwasser oder den Sekt nicht zu stark durchrührt, damit möglichst viel von der Kohlensäure erhalten bleibt. Anschließend gebt ihr den Orangensaft in ein Cocktailglas und lasst ganz langsam etwas von dem Sirup hineinlaufen. Mit einem Löffel könnt ihr das Ganze etwas steuern. Der Sirup ist etwas schwerer als der Saft und sinkt nach unten. So sind dann schon mal Rot, Orange und Gelb entstanden. Zum Schluss gebt ihr noch vorsichtig das blaue Mineralwasser dazu. Da das Wasser leichter ist als der Saft, bleibt es oben und es entsteht die grüne Schicht. Und durch die Kohlensäure, die das Wasser noch etwas leichter macht, bleibt oben die blaue Schicht sichtbar. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wenn ihr die Rezepte ausprobiert, würden wir uns riesig über Bilder auf Facebook freuen. Falls ihr genug vom amerikanischen Essen habt, geht es rechts oben zu unserem zweiten YouTube-Kanal Kochkino. Für alle, die mit mobilen Geräten zusehen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.